Das dürfte nur eine kleine gewesen sein. Ich brauche mal noch eine große nach. Du bist so weise. Das ist so ein Schleimer, der Typ. Das ist schlimm. Du bist so weise, wie du mächtig bist. So, jetzt hier raus. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier da hinkommen, wo ich denke, dass wir hinkommen. Hier unten darf ich jetzt wieder kein... Das ist die Frage, kommen wir hier überhaupt noch durch? Ja, doch, sieht gut aus. Ich meine nämlich, dass wenn wir hier zurückgehen, dass wir dann zu der anderen Position kommen, zu der wir hin müssen. Kommst du denn her? Schätzelein. Na, hier kriegen wir noch ein... Oh, ein Meister-Artefakt sogar. Da hat sich der Weg auf jeden Fall so oder so schon gelohnt. Aber ich glaube, ein Meister-Artefakt haben wir noch gar nicht gefunden. Ja, haben wir eins? Ich weiß es nicht. Ich denke eh nicht, dass wir noch alle kriegen, bevor wir hier durch sind. Achso, da oben. Er hat doch gerade irgendwo eine Fledermaus gepreist, oder habe ich mich jetzt da getäuscht? Ich weiß gar nicht, kommen wir hier wieder zu dem Ventilator zurück? Oder war der Ventilator auf dem Weg zur Quälerin? Nee, ich glaube, wir sind da, wo ich denke, dass wir sind. Wir sind auf jeden Fall richtig gelaufen, aber dass so einer hier steht, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nein, ist der alleine? Das ist mir egal. Beeindruckt mich mit seinem Schild auch nicht weiter. Erinnert ihr euch noch, dass der war die Geburt? Das Geburtsland der Knochenjochen. Ja, die Sprüche könnten sich echt mal ein bisschen abwechslungsreicher gestalten. Ich hoffe, das haben sie im zweiten gemacht. Das geht einem ja mit der Zeit echt auf die Nerven. Jetzt macht er einen auf Wirbler hier. Ich habe noch anderes zu tun, außer dem hier auf die Schnauze zu geben. Nämlich seinem Meister auf die Schnauze zu geben. Was bist du da vorne? Nuklearknochen, Jochen? Jupp. Und da oben müssen wir auch gleich schon hin. Also wir sind schon fast da. Es ist vor allen Dingen die Frage, wo wir genau hin müssen. Und wie wir da hinkommen. Da oben müssen wir hin. Das heißt, wir müssen erstmal einen Weg hier in das Gebäude finden. Vielleicht ja hier hinten. Nee, ich glaube, hier sind wir falsch. Hätte ja sein können, dass hier dann zumindest noch irgendwas Nützliches liegt. Also, dann müssen wir dann längs. Naja, spielen wir erstmal. Oh, da ist eine Gesundheitskiste. Ich habe damals eine übrig gelassen. Zum Glück. Zum Glück, zum Glück. Oh nee, nicht noch so einer. Ich finde, die Gegner hätten sie richtig früheren da lassen können.
Ja, hör doch mal auf, mich zu nerven. Ja. So, den mal schnell platt gemacht. Der will einen echt auf die Nerven gehen, ne? Er hat es drauf angelegt. Aber das kann er haben sonst noch. Jetzt macht er einen auf Schwingeling. Hat er sich? Jo. Wurmkreise. Gesundheitskiste, dann will ich mir endlich das verdammte Artefakt, was heißt Artefakt, verdammte Seele holen. Aber muss ich da komplett rumlatschen, damit ich da hochkomme? Es ließe sich probieren, ob ich da irgendwie rumkomme. So, du bist hinüber. Du bist hinüber. Oh, da kommt noch einer. Ich meine, sie müssen ja denjenigen, der ihre Stiftung gegründet hat, gebührend empfangen, aber trotzdem. So Lust, mich mit jedem Einzelnen zu unterhalten, habe ich eigentlich nicht. Das war wieder mein Angestellter. Das ist eine Fledermaus. Ich dachte gerade schon, da kommt wieder irgendwas Nerviges. Die Vulkan-Position habe ich hier gar nicht aktiviert damals. Ja, ja. Quatsch du mal. Hier kommen wir auch nicht hoch. Also muss ich irgendwo da vorne hoch. Oh, ich sehe es ja auf jeden Fall schon. Kann sich das jetzt hier nur noch so lange ziehen, wie ich brauche, bis ich den Weg da hochgefunden habe. Hm. Hier sind nur Wasserrohre. Hier komme ich aber auch nirgendwo hoch, ne? Vielleicht hier? Sobald ich da drin bin, ist es nicht mehr schwer. Aber wie komme ich da rein? Schauen wir mal, was die Gebietskarte uns sagt. Vielleicht hilft die uns irgendwie weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich von da vorne irgendwie da hoch muss. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht auch... Geht's hier vielleicht irgendwie da rein? Hey, nein! Ich bist. Lass doch mal los! Ich hab keine Orientierung, wenn du so die ganze Zeit da hin und her springst. Komm ich hier vielleicht irgendwie weiter? Ja, so komme ich unten ins Basement. Keller. Haben wir so einen Eingang die ganze Zeit vor Augen gehabt. Wie immer. Man sucht und sucht und sucht, aber eigentlich ist es schon längst da. Nun gut, soll uns nicht stören, ich bin ja noch relativ zügig drauf gekommen. Da muss ich jetzt Feuer ranbringen.
Hier kriegen wir einen Gesundheitsstein, glaube ich. Das Stück des Lebensscheins. Sehr schön. Noch, wo kommt ihr denn her? So, und wo geht's jetzt weiter? Hier? Muss da, denke ich mal, hoch. Aber wie komme ich da hoch? Da war nichts, oder? Da hier Kampfmusik ertönt, würde ich fast sagen, ich habe unten einen vergessen. Oder habe den anderen vorhin runtergeschleudert. Irgendwie sowas. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Das ist doch kein Punkt für die Kette. Ich muss irgendwie da hoch. Oder kann ich mich damit auch daran ziehen? Ah, cool. Das wusste ich noch gar nicht, dass man das damit kann. Haben wir wieder was gelernt. So. Ach nö. Rumkreise schon wieder. An echt nervig zu werden in der Häufigkeit, wie sie hier gerade auftaucht. Au. Ja, treffen lassen sollte man sich nicht zwangsläufig. Die haben schon ein bisschen mehr Wumms drauf als so ihre Vorgänger. Aber jetzt hat er schon mal sein Schild verloren. Jetzt spielt der Brummkreise. Der Brummkreise spielt endgültig Brummkreise. Au. Ja, wenn einen so ein Schlag mal direkt trifft, das ist doch schon sehr schmerzhaft. Nochmal Brummkreise spielen. Kannst du ja auch mal ein anderes Spiel überlegen. So. Jetzt da hoch. Und da haben wir das nächste Stück. Könnten wir gepflegt am Arsch vorbeigehen. Ich hab keine Lust, mich mit euch noch anzulegen. Seid bösartig. Ich will nicht mit euch spielen. Geht weg. Einfach schnell genug weg sein. So, ich hab sie abgehängt. Glück gehabt. Macht es Sinn, sich da? Ja, macht es. Da habe ich mir nämlich einfach den Punkt, zu dem ich vorhin dachte, dass ich mich da hinbringe, und zu dem Amboss, den ich die ganze Zeit im Kopf hatte, bin ich deswegen nicht gleich hingekommen, weil ich mir die Vulgre-Position da nicht geholt habe. Das ist dir natürlich ärgerlich. Aber egal, solange ich da hinkomme jetzt, ist ja alles gut. Weil es ist jetzt das letzte Stück, was wir noch brauchen, dann haben wir die...